Und ich labere wirklich hier einen Scheiß umher. Muss ich sagen. Oh, hier sieht so dreckig aus. Guckt euch mal, wie viele Monster wir innerhalb dieser kurzen Zeit gekillt haben. Also sie haben auf jeden Fall mehr Monster reingesetzt. Ich bin gerade wirklich total begeistert. Gefällt mir. Nur die Stadtkarte brauchen wir eigentlich nicht, weil wir als alter Diablo 1 Profi, wir können das auch so handeln. Ich frage mich nur, wie sie die Wegpunkte dann gesetzt haben. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht den Katakomben oder so. Rennt der Outkit gerade weg? Und wer ist das denn? T-Main the Priest. Wer ist das? Hallo? All I can do now is pray for us all. Okay, da kann uns nur Informationen geben. Also Outkin ist jetzt weg. Und das ist das, was ich meine. Jetzt ist der Typ weg, jetzt muss man ihn extra suchen. Finde ja gut, dass die auch mal wegrennen, aber... Oh, der Brunnen ist auf einmal verdorben. Der war vorher nicht verdorben, oder? Moment, das muss ich mir nachher mal in den Aufnahmen angucken. I'm glad I caught up to you in time. Yo. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill. Ja, ich kenne die Quest. Ah, schade, das haben sie in Hellfire besser gemacht. In Hellfire musst du nämlich nur ihn ansprechen und wirst automatisch geheilt, also voll geheilt. Hier musst du es drücken. Hello, my friend. Stay a while. So, alles identifizieren. So, jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr. Das ist die Quest mit den verseuchten Brunnen. Da müssen wir, das habt ihr glaube ich in meinem Let's Play nicht gesehen. Da müssen wir in so eine Water Supply hinein. Und dann müssen wir die clearen. Ja, es geht gleich los, Griswold. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Hallo? Wow, was machen die zwei gleichzeitig rum? Das mache ich nicht. So, die Axt. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, gelbe Gegenstände gab es gar nicht in Diablo 1. Es gab ja nur die dunkelvergoldeten. Und das waren schon sehr schwierig zu kriegen, ne? 1 zu 3, dafür hat er aber 5 zu Stärke. Aber dafür reduzierten Schaden. Mehr Rüstung. Ne, auf jeden Fall nicht mehr Rüstung. Lichtresistenz. Ah, auf unsere Resistenzen müssen wir auch Acht geben. So, Repair All. So, alles repariert. Vielleicht können wir uns hier auch gleich was kaufen. Warte mal, der hat 2 zu 6. Gucken wir mal, was wir Besseres finden. Unser Bogen. 2 zu 7. Also der ist auf jeden Fall besser. Wie viel hat der? Zu viel. Können wir uns nicht leisten. Schade. Aber das macht gerade richtig Spaß, Leute. Och Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Würde sagen, wir sparen mal. Warte mal, Gürtel haben wir dazu gekriegt. Jetzt sehe ich es gerade erst. Warum sagt ihr denn nichts? Hallo, ich will den kaufen. Wie kaufe ich den? Ach so, Rechtsklick. So, und ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Gürtel? Scroll of Resurrect. Was ist denn Resurrect gewesen? Wiederbeleben. Ach so, falls wir Multiplayer spielen, können... Das Spiel ist auch Multiplayer-tauglich, schön. Griswold, lässt du mich mal in Ruhe? Ich muss, glaube ich, zur Adria, um die Schriftrollen zu verkaufen. Also Multiplayer können wir dann uns auch gegenseitig wiederbeleben. Da müssen wir nicht warten, bis der eine dann wieder zu seiner Leiche gelatscht ist. Weil das stelle ich mir scheiße vor, wenn wir schon weit im Dungeon drin sind. Wir brauchen auf jeden Fall Town Portal. Ich glaube nicht, dass sie das Design des Town Portals sehr geändert haben. I sense a soul in search of answers. Oh, Refresh! Wir können auch Mana wieder auffüllen lassen. So, mal gucken. Scroll of Resurrect. Zack. Healing. Identify brauchen wir dann jetzt. Oh, wir hatten Identify schon drin, ja. Schade. Ah, jetzt sehe ich. Unser Gürtel wird jetzt wie in Diablo 2 größer. So. Na, Mana braucht man nicht unbedingt. Was haben wir hier? Holy Bolt nochmal ein bisschen. Ich will ja ein bisschen auch auf Magie gehen. Nee, wir warten. Wir sparen. Wir holen uns erstmal Town Portal. Hier, Town Portal. So. Achso, jetzt haben wir 2. Gut, 2 sind nicht schlecht. Nehme ich natürlich an mich. Geht es denn so eigentlich mit der Lautstärke? Alles gut, ja? Ich hoffe es mal. Was ich eigentlich vorhatte, ist eigentlich, ich wollte Hellfire eigentlich Let's Playen. Aber irgendwie funktioniert das mit meinem Aufnahmeprogramm nicht. Ich kriege immer nur schwarzes Bild. Deswegen dachte ich mir, jetzt haust du einfach mal das hier als Let's Test raus. Aber dass es so unwerfend gut ist... Und ich frage mich, wie das mit Diablo wird, ob sie Diablo auch verändert haben. Bin gerade total überfragt.
So, sieht doch gut aus. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Jetzt haben wir auch ein Tornportal, jetzt können wir auch wieder raus. Und wir haben genug Getränke, um auch mal lange Zeiten durchzuhalten. Das Einzige, was uns jetzt wirklich rausbringt, das werden wahrscheinlich die Items sein, die wir dann einsammeln. Was ist das? Main-Menü? Okay. Guck mich hier noch ein bisschen um. Wir können. Ich frage mich immer noch, was Craften ist. Wann wir das kriegen und wie das funktioniert. So, da sind wir wieder drinne. So, jetzt machen wir mal hier Alt. Aha. Kann ich noch mal sehen, was hier so rumliegt. Ich gehe erstmal hier unten lang, damit das hier mal geklärt ist, das Gebiet. Ich glaube, viel war hier nicht mehr, oder? Nee. Auch keine Kiste, nichts. Gut. Wir bleiben natürlich unserer alten Spielprinzip treu. Wir clearen natürlich jeden einzelnen Raum. Also jedes einzelne Ebene. Damit nichts vergessen wird und wir alles gesehen haben. Außerdem gibt das ja alles Geld, was wir hier so liegen lassen. Also es ist nur Scheiße momentan, was hier rumliegt. So. Bevor wir oben nochmal weitergehen, gehen wir erstmal hier lang. Ich sehe hier eine Falle. So. Na, versucht doch mal hier reinzukommen, ne? Ah, wir können so weit ja auch nicht schießen. Na komm, ich sehe nichts. Ist so dunkel. Aber wir können ja mal versuchen, hier Fallen zu entschärfen, damit ihr das auch gesehen habt. Oh, Geld, Geld, Geld. Das geht natürlich nur, wenn wir auch eine Kiste oder eine Tür mit Falle. Ah, hier. Nee, warte mal. Close the door und hier ist. Ich glaube, hier ist eine Falle. Ja, hier ist ein Loch. So, Moment. Dann machen wir so. So, Falle entschärft. Kanone, das kann auch nur die Jägerin. Ich weiß nicht, ob das die Assassin auch kann. Die kann bestimmt irgendwas anderes Tolles. Violet Armor nehmen wir mit. Block it door jetzt. Aha. Ja, ist ja klar, da liegen ja jetzt Leichen dazwischen. So, Identify. Nehmen wir nochmal das Geld mit. Inferno. Was haben wir hier noch liegen? Gold Pieces. Und ein Buch natürlich. Holy Vault. So, mussten wir es noch nicht mal kaufen. Close bitte. Danke. Gold Pieces. Und hier ist sonst nichts mehr. Gut. Tja, da haben wir, denke ich, mal die erste Ebene gleich durch. Und wir sind erstmal Level 1. Also wenn man bedenkt, wie schnell ich das letzte Mal bei Level 1 war. Da habe ich nicht so lange rumgebraucht. Hahaha, ihr kommt hier nicht raus. Ihr könnt keine Türen öffnen. Ihr seid dumm. Oh, habt ihr das gesehen, wie der geblutet hat, als ich den erwischt habe? Ist richtig gesprießt. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen verändert, oder? Ich bin ganz feige. Ich schieße euch einfach von Weitem ab. Ach, sei ich mal nicht so. Hier, komm raus. Damit du sterben kannst. So, Mana Portion. Und ein Book. Change Bolt. Wow. Okay, die machen immer noch gut Schaden. Darf man nicht unterschätzen. Was haben wir denn hier noch? So, Changeboard können wir nicht lernen, aber auch mit 30. Tja, ob wir dann als nächstes auf Mana gehen oder ob wir wieder auf Vitalität gehen, ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie weit die Beta geht, ob die auch bis zum Schluss auch überhaupt geht zu Diablo. Ich habe mich nämlich nicht sehr informiert, ich habe es nur gesehen, habe mir einen Trailer angeschaut. Und das war's. Ja. Also richtig kann ich nicht sagen, ob das wirklich alles hier funktioniert. So, wir haben jetzt die Ebene clear und dann gehen wir jetzt eben 2, würde ich sagen. Moment, wir gucken mal, wie lange ich jetzt schon mal aufnehme. Ach, was soll's, die eine Ebene machen wir noch. Machen wir 2 Ebenen und dann lasse ich es erstmal. Dann könnt ihr entscheiden. Entscheiden. Medium. Oh, jetzt gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld. Jetzt bin ich gespannt, was hier uns... Oh Gott, unser erster Boss. Bone Ripper. Jetzt können wir endlich mal sehen, wie viel der aushält. Och ja, der
Ja, der hält einiges aus. Und wir sind Level up. Oh, und die Diener von ihnen sind blau. Champignons. So, 30. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Magie und Fernkampf. Und nun, Captain, hallo, geh weg. Aber was ich schade finde, ist, dass man nicht mehr sehen kann, wie oft man einen getötet hat und was der für Resistenzen hat. Oh, noch ein Boss. Gar nicht gesehen. Shadowbite. Klingt wie so ein 80er-Jahre-Spiel. Oh Gott, aus dem Weg. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf Vitalität aufgehen. Oh Gott. Oh Gott. Dude, dude, dude. Wir haben sie alle down, wir haben sie alle down. Oi, oi, oi. Ja, wir halten nicht viel aus. Das ist unsere Schwachpunkt. Wo bist du? Das sieht gerade so grafisch so schön aus. Ich bin normalerweise nicht so eine Grafikhure. Aber das ist mal gerade so schön zu sehen. Vor allem, dass es nicht mal so sehr verändert wurde. Es wurde einfach nur ein bisschen aufgehübscht. Das finde ich halt schön. Weil, wenn, ich finde zum Beispiel, und das haben ja auch viele gesagt, dass die Qualität von der Grafik ja in Diablo 1 besser ist als in Diablo 2. Obwohl Diablo 2 direkt 3D hat. Hier ist aber irgendwie feiner, irgendwie viel besser gezeichnet. Also was heißt gezeichnet? Animieren. Also jetzt beim Original meine ich jetzt nicht unbedingt beim Beelzebub-Mod. So, jetzt nehmen wir mal den Hut. Dann haben wir gleich eine Mütze. Schade, dass sie das nicht eingeführt haben, dass man jetzt auch wieder das Äußere sehen kann. Aber das wäre zu viel Arbeit gewesen, denke ich mal. Weil man müsste ja wirklich für jeden Klamotten müsste man ja wieder eine Animation einführen, beziehungsweise ein anderes Modell. Also mich stört das nicht, also ich finde es nicht schlimm, dass man jetzt die äußerliche Seite, das Äußerliche nicht unbedingt sieht. Ich bin da nicht so drauf. Für mich zählt eher so das Abenteuer-Feeling und das Gameplay. Also für mich muss es wirklich wichtig sein, dass das Spiel auch funktioniert. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott, Moment. Da gehe ich mal auf Holy Bolt. Ich will am liebsten speichern. Haben wir noch einen kleinen Trank? Da, ja, wir haben noch einen kleinen Trank. Lass mal gegen die Wand ballern. Oh, gerade rechtzeitig Level gestiegen. Wer lebt denn da hinten noch? Da ist zack. Oh, wir können nicht treffen. Okay, wir können nicht retten. So, was nehmen wir da? Vitalität jetzt auf jeden Fall, dass wir mal ein bisschen mehr Leben haben. So, schnell kaputt machen. Ich wüsste, wie das mit den Selbstheilen geht. Dann wäre das alles... Wow! Das hätte jetzt schon fast unser Ende sein können. Okay. Kriegen wir... Schade, dass wir keine Skills oder sowas dazu kriegen, wo wir so einen Talentbaum oder sowas haben. Ist ja auch nicht schlecht. Da sind ja schon viele hier drinnen noch. Jetzt sagen wir, trinken jetzt einen dicken. Dritte Teil. Machen wir den denn am besten rein hier in die Robe? Ja. Change to getting magic it items. Das ist auch neu. Die Chance, dass man magische Items findet. Das ist, war auch vorher noch nicht so. Tomportal, Inferno, Healing. Mach mal Healing. So. Okay, rein ins Vergnügen. So, jetzt machen wir mal die hier in der Ecke weg. Dann müssen wir die hier links weg machen. Oh Gott. Die machen ja schon viel Schaden. So, bloß weg. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Oh Gott. So. Gut, gut, gut. Das ist echt eine gut bewachte. Vor allem seht ihr das, wie lange ich an einem scheiß Raum hänge? Wo hat man das bitte schön in Diablo 3? Sorry, dass ich das schon wieder vergleichen muss, aber da rennst du einfach durch. Und hier musst du an jeden einzelnen Meter dich durchkämpfen. So. Haben wir noch ein Buch? Nein, eine Schriftrolle. Resurrect.
brauchen wir nicht, können wir dann verkaufen. Sei denn, ich finde jemanden, der es mit mir zusammendaddeln möchte. Gold Pieces, Small Eggs. Haben wir noch was liegen? Ah, hier ist noch was. Da oben ist auch noch was. Ist das denn? Sash? Sash war, glaube ich, ein Gürtel, wa? Ammo 2, Ammo 3. Da finden wir bestimmt auch noch höhere. Ah, cool, dass sie die eingebaut haben. Wobei ich die lange Leiste hätte ich auch bevorzugt. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Ach, war noch nicht komplett erkundet hier. Ich dachte, da geht's noch lang. Und wir müssen ja jetzt die Water Supply finden. Moment, haben wir einen Questlock hier. Poisoned Water Supply. The Butcher. The Bucci. Oh, auf den freue ich mich auch schon. Was? Was? Das kann ich noch nicht. Verdammte Bogenschützen. Ja, ist so schade, dass man die nicht mehr sehen kann, was die so haben. Aua. Ja. Wie oft man sie getötet hat. Je mehr man sie getötet hat. Hallo? Bist du irgendwie dumm? Okay, der Raum ist auch hier. Tja, wo können wir denn noch lang gehen? Ah, hier ist auch noch ein Short Spot. Hier geht's rein. I can't get there from here. Was denn? Was ist mit dir denn los? Naja, gut, ich habe ja gesagt, das ist eine Beta. Ich denke mal, es gibt hier auch noch hier und da noch kleinere Bugs. Aber die sind natürlich nicht beabsichtigt, liebe Entwickler. Wobei, ihr versteht sowieso nicht, was ich sage. Ihr seid ja auch, glaube ich, es waren ja Amerikaner, die das erschaffen haben. Resurrect. Wobei, das kann ich drin lassen. Ich muss mich ja eh heilen. Ach man, ist so ungewohnt, jetzt nicht mal speichern zu können zwischendurch. Das ist sehr, 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 sehr ungewohnt. Moment. Was? Ich hab's doch auch. Ich hab doch. Ich konnte sie nicht knacken. Ich konnte sie nicht entschärfen, die Falle. Da hatte ich ja Schwein gehabt, dass ich nicht in der Schussbahn lag. Oh, ein besserer Sash. Ein nicht identifizierter Sash. Halt, versuchen wir mal. Jetzt hat es geklappt, also es klappt nicht immer. Mana Potion. So, geht mal bitte mal zur Seite. Da geht's weiter runter nach Level 3. Wie weit wir gucken können, das ist nicht geil. Ah, verdammte Säule, geh mal weg. Na gut, die Säule kann natürlich nicht weggehen. Wir können so weit schauen. Wenn wir noch einen besseren Lichtradius hätten. Und irgendwie sieht das auch anders. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Oh. Ein Wegpunkt. Und da ist das nächste. Ah! Das ist so. Oh, Hass. Ich krieg Hass. So. Wegpunkt. Jetzt können wir ja nach Tristram uns teleportieren. Das ist ja cool. Ja, ein bisschen abgekupfert ist es schon, dass wir hier einfach alles wegnatzen. Also dann halt die schweren Stellen bleiben, habe ich nichts dagegen. Ich denke mal, wenn wir das Spiel durch haben, das erste Mal, dann kann man auch den Schwierigkeitsgrad ändern. In Hellfire konnte man ja schon vorher den Schwierigkeitsgrad ändern. Ich habe doch entschärft. Ach, Paige. Was kannst du eigentlich? So. Wieder eine schöne, leckere Bibliothek. Ah, liegt hier noch was? Nein? Hier, dann gucken wir mal hier. Change Bolts. Können wir nicht mehr lernen. Haben wir schon ziemlich viel gelernt. Können wir auch nebenbei auch mal ein bisschen verkaufen. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld wir später brauchen. Ich frage mich, ob sie die Tränke beibehalten haben. Oh, Level up. Level 6 sind wir schon. Ich würde sagen, erhöhen wir mal ein bisschen die Stärke. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden und können bessere Rüstung tragen. Danach vielleicht nochmal wieder in die Vitalität und dann wieder in die Magie. Weil mich interessieren so die Zauber, was es so Neues zugegeben hat, gekommen ist. Was man da alles so braucht an Magie. Das können wir es ja gar nicht anwenden. Also hätte ich wieder unseren Igor nehmen können. Dann hätten wir Berserker spielen können, aber das wollte ich nicht unbedingt. Weil der hätte gar nicht zaubern können und das wäre sehr monoton gewesen, finde ich. Ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen.
Und ich will auch selbst was sehen. Das ist ja wirklich neu für mich hier. Oh Gott, Leute, seht ihr das? Der Butcher, sein Raum ist hier. Und da ist die Waterstaff. Ich sehe sie. Rechts. Rechts ist sie. Das ist der Eingang.